Hallo liebe werte Zuseher von CryptoTV, ich befinde mich auch immer am 15. Jänner auf der Kundgebung von Salzburg-Burchtdorf. Und zu meiner Freude habe ich wieder den Gerhard Böttler vorgefunden, der ist öfters mit dabei ist. Und manche kennen ja schon das Video von der Pressekonferenz, wo ich eingeladen wurde zu Wir sind Salzburg, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und der Herr Gerhard Böttler, der hat da eine tolle eine Unterstützungserklärung. Und da möchte ich dich mal recht herzlich dazu begrüßen. Und es ist ja so, ich wurde ja damals schon zu der Pressekonferenz eingeladen. Da kann man alle Punkte, die euch an den Herzen liegen, ja einsehen, was ihr da mitgegeben habt. War sehr umfangreich. Und vielleicht möchtest du dich vielleicht nochmal ganz kurz vorstellen und vielleicht, wenn es geht, grob umreißen, was es euch mit Wir sind Salzburg geht. Ja, danke Roman, dass ich das machen darf. Hallo liebe Zuseher von CryptoTV. Viele kennen mich ja schon aus meiner Vergangenheit bei einer anderen politischen Partei und bin ja Ende September dort ausgeschieden, habe die Partei dort aufgebaut, kann man sagen. Es war mein Baby und viele, viele Menschen haben mir dann auch gesagt, das Herz und die Seele dieser Partei hat diese Partei dann auch verlassen. Warum werden sich viele fragen, naja, wenn die Werte nicht mehr passen, wenn das, was man verspricht, nicht gelebt wird, sondern nur mehr das Geld und die Macht im Vordergrund stehen, dann hat es nichts mehr mit den Menschen zu tun. Und wir haben dann, nachdem ich ja lang nichts mehr Politisches machen wollte, wir haben uns dann nach längerem Drängen entschieden, wir werden wieder was machen, aber unter ganz anderen Voraussetzungen. Das Ganze fußt auf zwei Säulen, heißt Wir sind Salzburg, wie es der Roman schon gesagt hat. Es besteht aus einem Verein und einer Bürgerbewegung. Der Verein ist dafür da, dass man sie wie viele Vereine vernetzt, dass man Menschen halt gibt in diesen Zeiten, sie sicher durch die Krisen führt, sich insofern vernetzt, als dass man auch Veranstaltungen organisiert, wo die Menschen über viele verschiedene Fachbereiche aufgeklärt werden. Die Bürgerbewegung ist für das Politische zuständig. Wenn es nach mir geht, hat das Parteiensystem sowieso ausgedient. Wenn ich mir das wünschen dürfte, lieber gestern als heute. Aber wir haben es halt noch. Mal schauen, wie das dann in der Zukunft ausschaut. Ich hoffe sehr, dass es in der Zukunft dann nur mehr einzelne Menschen gibt, die sich für einen gewissen Zeitraum für administrative Tätigkeiten entscheiden und für andere Menschen hier zum Gemeinwohl arbeiten. Aber momentan haben wir es nur. Und wir wollen mit Wir sind Salzburg auch gerne bei der Landtagswahl antreten. Und darum habe ich jetzt mal ausgedruckt die Unterstützungserklärung. Die Unterstützungserklärung Wir sind Salzburg ist folgendermaßen auszufüllen. Wer uns unterstützen möchte, ihr findet das auf unserer Homepage, die wird der Roman auch verlinken, mit www.ws-salzburg.at. Jeder hat auszufüllen Vor- und Zunahme und das Geburtsdatum sowie den Wohnort. Wenn ihr zwei Vornamen habt, bitte beide reinschreiben, so wie es im Reisepass steht. Die Unterschrift gehört direkt bei eurer Wohnsitzgemeinde unterfertigt. Die dürft ihr also nicht im Vorfeld unterfertigen, sondern direkt bei der Wohnsitzgemeinde. Und wenn ihr bei der Gemeinde seid, gehen wir ein Stück weiter nach unten, steht hier Bestätigung der Gemeinde. Das heißt, die Gemeinde muss dann bestätigen, hier, dass ihr die Unterschrift vor der Gemeinde geleistet habt. Sie muss das Datum hinschreiben, einen Stempel geben und das Ganze unterfertigen. Und ganz wichtig, sie muss euch das Original mitgeben. Diese beiden Sachen da ganz oben braucht ihr nicht ausfüllen, die füllen wir aus. Okay. Wenn ihr, und das wird der Roman auch verlinken, und da danke ich schon, wir haben noch ein Beiblatt gemacht, wo das alles nochmal oben steht. Also hier bei der Gemeinde vor Ort unterschreiben und das Original mitnehmen und dann an uns schicken. Veränderung kann nur dann stattfinden, wenn man den Mut hat. Wir brauchen in Salzburg 600 Unterstützungserklärungen. Das ist irrsinnig viel im Verhältnis zu den Wahlberechtigten. Andere, wie zum Beispiel Oberösterreich, andere Bundesländer, die haben dreimal so viele Wahlberechtigte, brauchen aber nur 400 Unterstützungserklärungen. Okay. Also, wenn ihr uns unterstützt, sagen wir im Vorfeld schon herzlichen Dank. Ja, ich bedanke mich auch, dass ihr euch immer für uns so eingesetzt habt. Ich selber kann ja auch schon davon wirklich mitsprechen, dass es für mich auch schon eingesetzt habt. Ja. Manche kennen ja meine Vita, meine Causa schon. Und ohne euer Zutun wäre ich jetzt zu dieser Zeit noch gar nicht einmal da. Roman, ich habe es gern gemacht. Ja. Es war eine Kleinigkeit, aber ich habe es einfach gern gemacht. Aber ich habe auch wirklich sehr viele Menschen angeschrieben, gerade viele Parteien, viele Bewegungen und so. Und im Grunde habt ihr euch wirklich nur ihr wirklich für mich eingesetzt. Und das zeigt mir schon wieder, dass ihr wirklich bürgernah seid.
Und ihr sprecht auch schon groß von Transparenz, habe ich zuerst mitgekriegt. Du hast ja mit den Demo-Teilnehmern unterhalten. Und vielleicht möchtest du noch was zu dem Punkt Transparenz sagen, weil das geht mir sehr viel ab bei manchen Bewegungen und Parteien. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig. Wir haben ja in unserem, sowohl im Parteistatut als auch im Vereinsstatut, sehr, sehr viele Dinge niedergeschrieben. Dass jedes Mitglied gleich viele Rechte hat, also dass es nicht wie bei manchen anderen Parteien Zähne gibt, die über alles entscheiden, sondern bei uns wird jeder gleich viel wert sein, weil jeder Mensch ist gleich viel wert. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, wir haben uns auch intern eine Verfassung gegeben. Jeder kennt vielleicht die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, die ganz, ganz kurz ist, wo nur die wesentlichen Dinge drinnen stehen, aber die gut funktioniert. Und wir haben auch gesagt, wir wollen so etwas Ähnliches machen und da steht unter anderem drin, weil du das Thema Transparenz angesprochen hast, dass wenn man mal ein politisches Amt bekleidet, zumindest zwei Dinge, das ist nur, sind nur Teile davon, aber zwei Dinge erfüllt sein müssen. Nämlich erstens, jeder Abgeordnete, sollte man ein politisches Amt bekleiden, hat 25% seines Gehaltes für gemeinnützige Zwecke zu spenden. Das ist eine Verpflichtung, ohne die es gar nicht geht. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, jeder Abgeordnete hat einmal im Monat seinen Wählern Rechenschaft abzulegen. Mhm. Das ist Transparenz. Da geht es darum, was habe ich in diesem Monat gemacht, wo habe ich abgestimmt, wie habe ich abgestimmt und warum habe ich so abgestimmt. Damit signalisiert man aber auch den Menschen gegenüber, für die man auch verantwortlich zeichnet und die einen dann auch unterstützt oder gewählt haben, dass ich sehr wohl bereit bin, Transparenz zu zeigen und sehr wohl bereit bin, die Dinge, die ich gemacht habe, auch offen zu legen. Und damit gibt es aber keine Korruption mehr. Und viele, viele Parteien, auch Parteien, die ich sehr gut kenne, ohne hier Namen zu nennen oder Namen nennen zu wollen, haben schon sehr starke korrupte Tendenzen. Und das ist genau das, was wir in Zukunft nicht mehr brauchen. Okay. Du, ich würde mir vielleicht gerne mal diese Unterstützungserklärung selbst an mich nehmen, dass ich mir das auch mal für euch erledige, denn ihr seid wirklich, ja, unterstützenswert. Das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung wirklich sagen. Und möchte vielleicht noch abschließend, ich muss sagen, habt ihr bald mal irgendwo wieder irgendwelche Treffen oder so? Wir haben übernächste Woche zwei Treffen, am 26. und am 28. Jeder, der auf meinem Telegram-Kanal ist, darf ich vielleicht da noch sagen, t.me/GerhardPoetler. Auf Telegram bin ich leicht zu finden. Bitte nicht den Fake-Account nehmen. Es gibt nämlich jemanden, der auch mit Gerhard Poetler unterwegs ist, aber das ist irgendein Fake-Account. Hm. Wir haben am 26. einen Finanzexperten da, der uns über ein neues Geldsystem aufklärt und am 28. wird die Monika Donner nach Salzburg kommen. Oh, interessant. Und zwar in diese Kirchen beim Alex, beim Gutshof Seenland ab 17 Uhr. Die Monika Donner wird ihr neues Buch vorstellen und wird auch ein bisschen erklären, warum sie, und ich habe mich lange mit ihr unterhalten, auch findet, dass wir das aus ihrer Sicht gut und richtig machen. Und eine Woche später, kann ich auch schon ankündigen, hat der Gerald Makel zugesagt, dass er kommen wird und auch zum Diskussionsabend. Aber ihr findet das alles auf unserer WS Salzburg-Seite, sowohl auf der Facebook-Seite, als auch auf der Homepage, als auch auf der Telegram-Seite oder sonst in meinem Telegram-Kanal. Interessantes Programm. Ja, wir sind jetzt durchnässt. Uns ist ein bisschen kalt, man friert schon ein bisschen. Gehen wir mal was trinken. Somit verabschieden wir uns jetzt. Danke, dass ihr das Interesse gezeigt habt und vielleicht sehen wir uns auch das nächste Mal live und somit gehabt euch wohl. Ciao.